Glück ist ein Signal der Natur, mit dem uns die Natur zeigt, was sie von uns will. Glück ist ein Signal für Situationen, die in irgendeiner Weise vielversprechend sind. Glück zeigt uns unsere Bedürfnisse. Glück hat etwas mit Lernen zu tun und mit Kreativität. Wir wissen aus der Sozialpsychologie, dass alle äußeren Lebensumstände zusammengenommen kaum mehr als sowas wie 15% unseres Glücksempfindens ausmachen. Glück kommt zum großen Teil aus uns selber. Die Statistiken widerlegen den Mythos von den lebenslustigen, fröhlichen Südländern ganz eindeutig. Tatsächlich führen regelmäßig in den Statistiken die Skandinavier die Skala der Lebenszufriedenheit an. Und das hat gute Gründe. Das hat nämlich Gründe in ihrer Gesellschaft. Das sind Gesellschaften, in denen es verglichen mit anderen ziemlich gerecht zugeht, in denen die Leute das Gefühl haben, Herren ihres eigenen Schicksals zu sein, in dem sie mitbestimmen können. Und das wiegt ein schlechtes Wetter und einen Winter, der 7 Monate dauert im Jahr, mehr als auf. Immer mehr Menschen merken, dass mehr Wohlstand ihnen nicht mehr Wohlbefinden gebracht hat, dass sie auch verunsichert sind durch die Finanzkrise, dass sie zu Recht verunsichert sind und nachdenklich durch den Umstand, dass wir merken, dass nicht jeder Bürger der Erde einen solchen Lebensstandard haben kann, wie wir ihn im Moment haben. Was wird uns künftig glücklich machen? Sie können die Glücksgefühle, die Sie schon haben, verstärken. Und das können Sie, indem Sie Ihre Wahrnehmung schulen. Sie können die Glücksgefühle besser wahrnehmen. Wir nehmen ja häufig das Glück nicht wahr, das wir empfinden, weil wir mit den Gedanken ganz woanders sind, weil eine Angst das überlagert, weil wir uns ärgern, weil wir im Nachhinein Situationen neu bewerten. Das ist das eine. Und das andere ist, Sie können sich einfach bestimmte Gewohnheiten aneignen, Gewohnheiten, die Sie glücklicher machen. Dazu gehört natürlich zuallererst, sich mehr zu bewegen. Glück ist ein sehr körperliches Gefühl. So einfach kann das sein. Die Deutschen sind im Maßstab der entwickelten Industrieländer ziemlich genau im Mittelfeld. Das fällt den Deutschen halt ein bisschen schwer, im Mittelfeld zu sein. Wir wollen immer ganz vorne oder ganz furchtbar weit hinten sein. Das ist im Fall der Lebenszufriedenheit nicht so. Wir sind vor den Italienern, vor den Franzosen, allerdings hinter den skandinavischen Ländern, hinter den Schweizern. Die Deutschen sind allerdings in einem in der Tat ganz vorne. Und das ist die Begeisterung für das Jammern. Wenn Sie Sozialforschung treiben über Lebenszufriedenheit, dann müssen Sie vorher eine Frage stellen. Und die Frage, bevor Sie die Leute fragen, wie glücklich sind Sie eigentlich, müssen Sie fragen, für wie akzeptabel in Ihrer Gesellschaft halten Sie es zu sagen, ich bin glücklich. Und dann werden Ihnen die Deutschen, anders als die Amerikaner zum Beispiel, sagen, überhaupt nicht sehr akzeptabel. So. Und diesen Wert müssen Sie dann abziehen, sonst machen Sie einen Fehler.